Hey Freunde, was geht? Da ist mein Zimmer schmutzig. Schmutzig, muss aufräumen. Auf jeden Fall ein neuer Vlog für diese nice Woche. Also viel Spaß mit dem Video. In diesem Vlog zeige ich euch auch gerne mal, welche Medikamente ich eigentlich so nehme. Okay, fangen wir an mit denen in der Früh. In der Früh. Das sind Antidepressiva. Bin mir nicht sicher, ob ich es brauche. Meine Ärztin sagt, mir geht es so gut, weil ich es nehme. Glauben wir ihr das einfach einmal. Dann dieses Baby hier. Das ist, wenn ich schlafen gehe, nehme ich die. Die haben mich richtig K.O. Das ist noch die alte Schule von Neuroleptikern. Und darum nehme ich es nur am Abend, weil wenn es unter dem Tag nehme, würde ich es nicht aushalten. Darum muss ich dabei schlafen. Auf jeden Fall, das sind die gegen chronische Schizophrenie. Wenn andere Neuroleptika nicht wirken, dann macht man Leponex. Einer der Holzhammer unter den Neuroleptikern. Es gibt dann noch Halol oder wie das heißt. Da ist man aber wie bei einer Lobotomie. Lobotomie? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, und dann kommen wir noch zum Schluss zum Baby. Das kriege ich alle 3 Wochen. Und das ist diese fette Depotspritze. Richtig, eine Depotspritze. Aber die kriege ich nur alle 3 Monate. Früher habe ich es monatlich bekommen, aber das ist eine bessere Version davon. Ich drehe mich im Kreis, im Kreis. Auf jeden Fall gehe ich heute zur Ärztin und lasse mir das reinspritzen, und wenn wir Glück haben, sind wir live dabei, Leute. Auf jeden Fall viel Spaß. Tschüss dabei. Bei der Ärztin. Schlechte Nachricht. Sie wollte nicht durch die Spritze filmen. Also die Schwester hat schon gesagt, geht auf jeden Fall. Aber die Ärztin hat dann gesagt, braucht man nicht alles sehen. Kann man nichts machen. Bis gleich. Was geht? Es geht weiter mit der Moodbox von Real Talk. Okay, die soll es sein. Entscheide lieber ungefähr richtig als genau falsch. Triff eine überfällige Entscheidung. Jetzt! Okay, das ist eigentlich eine schöne Challenge, und meine Entscheidung ist, dass ich YouTube durchziehe. Ende nie, dass ich mein Hobby vielleicht sogar zur Berufung machen kann. Ich werde das durchziehen. Das ist eine sehr schöne Challenge, dass man sich jetzt entscheiden muss. Ich entscheide mich dafür, regelmäßig Vlogs zu machen. Ich entscheide mich, hin und wieder mal Real Talks zu machen und so weiter und so fort. Ich werde es durchziehen. Egal was passiert. Hey Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuschauen. Wenn ja, lasst bitte ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Haut rein und bis zum nächsten Mal.